Freaks, hi Friends, hi Fans, willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Touch of Shit. Hier wieder mit Rocco Schamoni und Jonathan Johnson. Hi Freunde zu Hause, ich hoffe ihr habt viel Spaß. Jonathan, wir haben ja eine ganz tolle Produktpalette hier vorbereitet. Ja. Wir fangen hier vorne direkt mal an mit unseren Klassikern. Ja. Es ist ja bei Touch of Shit natürlich klar, dass wir unsere Klassiker am Anfang immer zeigen. Es ist die große, fantastische Mert-Kollektion, Kollektion Mert, die Scheiße-Kollektion. Hier haben wir die Klassiker, die wir seit ein paar Jahren vertreiben. Es ist die Original, die allererste Scheiße-Kette, wie wir sie vor mittlerweile 37 Jahren, glaube ich, auf den Markt gebracht haben. Ja. Und wir zeigen hier direkt mal die Nachfolgeprodukte. Dann kam die das New York Armband, wie man es in New York trägt. Also wir hatten halt sehr viele Anfragen aufgrund der Originalkette bis hin nach Los Angeles und Tokio. Und dann haben wir nach Vorbild von New York, also das sieht man ganz klar, hier sind die beiden Inseln, Manhattan, Brooklyn und in der Mitte der Hudson River. Mhm. Das ist ganz klar angelegt und die New Yorker lieben das, erkennen sich wieder. Natürlich, wir haben es übersetzt damals in die amerikanische Sprache. Und dann wieder zurückübersetzen lassen. Deswegen kommt der Originalschriftzug auf Englisch eingedeutscht in diesem Fall rüber. Man kann es also normal lesen, obwohl es Englisch ist. Das ist natürlich ein wahnsinnig krasser Trick. Wahnsinn. Wir gehen dann direkt weiter hier zu unseren kleinen Produkten, den kleinen Fingerringen, den süßen kleinen, wie soll man sagen, Petit Cherie, kann man sagen. Der Petit Larry. Genau, der kleine Schatz am linken kleinen Finger, den trägt man gerne, um sie zeigen. In Paris sagen wir dazu Le Petit Paris. Le Petit Paris, genau, wie das kleine Paris sieht es aus. Man kann es hier sehr gut erkennen an den Formen. Und wird geliebt, also wirklich geliebt. Die Leute lachen. Von den Seychellen bis hin zu den Bahamas. Genau, dann kommen wir natürlich zum Fußkettchen. Das ist das Fußkettchen für den Oberschenkel oder manchmal um beide Oberschenkel. Das sieht unglaublich schick aus. Und wir sehen hier als nächstes, wie heißen diese Pieces, Jonathan, eigentlich? Das sind auch Pieces, auch ein Männer-Accessoire. Also alle unsere Accessoires sind unisex. Ja. Wir nennen sie ganz einfach Ketten, wo was dranhängt, Pieces. Mhm, das Tolle ist bei diesem Piece, dass der Preis direkt mit eingearbeitet ist. Das heißt, man braucht kein Preisschild an die Kette ranzuhängen, sondern du kannst das Preisschild mit der Kette zusammen kaufen und hast dadurch die Möglichkeit, eben zwei Objekte dran zu haben, nämlich eben den kleinen Scheiße-Schriftzug, den man hier sehen kann, und direkt dahinter den Wert des Ganzen, nämlich den Preis der Kette. Das Tolle ist, wir haben genau dasselbe Armband, auch mit unterschiedlichen Preisen. Also wir haben hier das 89-Euro Armband. Das kostet 89 Euro. Man kann genau dasselbe Armband auch haben für 250 Euro oder für 500 Euro. Und zwar aus genau dem gleichen Material. Genau dasselbe, nur eben, dass der Preis anders ist. Und der Preis, den ihr dafür bezahlt, ist dann dementsprechend auch höher. Es kostet dann 250 oder 500 Euro. Aber wenn ihr jetzt, stellt euch vor, folgende Situation, ihr seid schön Kaffee nachmittags, Freundin unterwegs und sitzt da und am Nebentisch sitzt jemand, hat das 89 Euro Armband. Hm. Dann ist das natürlich hier, kann man direkt so bim, 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 250 und am Tisch weiter hat noch jemand 500 Euro, vielleicht sogar. Und wer von diesen drei Leuten fühlt sich jetzt am besten? Fragen wir euch und ihr wisst die Antwort alle. Natürlich deswegen bestellt, frei raus, aber bestellt vielleicht dann doch das derartigste von den drei, denn da habt ihr den besseren Effekt. Und wir kommen jetzt zu unserem Knallerprodukt, Jonathan. Das darf man jetzt an dieser Stelle sagen. Das ist der Kern, wenn man so will, unserer Marke. Das teuerste, das aufwendigste Produkt, das wir je hergestellt haben. Das ist die Scheiße-Uhr. Das ist die internationale Scheiße-Uhr. Und wie man hier sieht, sie ist mit einem Schweizer Uhrwerk gearbeitet, was extra für uns in limitierter Stückzahl, es gibt nur 5 weltweit, gearbeitet wurde, in diesem extrem ergonomisch geformten sportlichen Scheißhaufen-Gerüst, was dann direkt übergeht in 6 verschiedene Weltsprachen. Wir haben hier Japanisch, wir haben hier Französisch, Englisch, Russisch, Türkisch und Arabisch. Und unten auf der Schließe unser Original-Scheiße-Schriftzug auf Deutsch. Die Uhr kostet nach wie vor immer noch 49.900 Euro. Ganz genau.
Ihr habt es gehört, greift in die Tasche, ein bisschen tiefer in die Tasche, aber dann gehört sie euch, kein Problem. Wir kommen jetzt zu unseren neuen Produkten, die wir für diese Sendung hier das erste Mal vorstellen, die du in der Werkstatt, in euren großen Werkstätten hast anfertigen lassen. Du hast ja viele Mitarbeiter, die am Meißeln sind, die wirklich diese Schmuckstücke wirklich erarbeiten. Ja. Und hier haben wir als erstes zum Buch, zu meinem neuen Buch, dem Heino-Jäger-Buch, den Original Heino-Jäger-Ring. Ich hole ihn mal ganz kurz raus, dass ihr ihn sehen könnt. Es ist wirklich ein Ring mit dem Originalschriftzug Jäger. Ja. Was ist das für ein Objekt? Was kann man darauf erkennen? Heino Jäger war ein begeisterter und großer Fan von Hühnern. Mhm. Er liebte Hühner in jeglicher Form. Mhm. Ob es kleine Küken waren, ausgewachsene Hennen oder stattliche Hähne. Mhm. Ob es die Eier waren oder eben das gealterte Tier. Er liebte sie und sie liebten ihn. Mhm. Und wir können jetzt hier unten sehen, unten ist auf dem Schwanz des Huhnes ein Schweif. X. Auf dem Schweif des Huhnes ein X. Ja. Wofür steht dieses X? Das X ist für Heino Jäger immer ein Synonym gewesen für das Ei. Ah, das ist aber sehr interessant. Ei. X, Ei, X. Das X heißt das Ei. Das Ei heißt das X. Man kann also quasi X, Ei, Ei, X oder X. Daraus X. hat sich ja lustigerweise, und das wissen nur wenige, daraus hat sich eigentlich heutzutage, wir sind in digitalen Welten unterwegs und eigentlich basiert alles auf 0101. Aber im Ursprung war es XIXI. XIXX, XXXII. Ne? Man kann diese Ziffern endlos wiederholen. Wenn jemand in Not ist, wurde früher auch immer gefunkt. XXXIII. XXX. Ne? Man kennt diese Ziffern folgen. Und das hat Heino Jäger wieder aufgenommen. Wir sehen das alles auf diesem Ring, wo man das Ei. Huhnei. Genau. Es ist der sogenannte Huhnei-Ring von Heino Jäger. Dann kommen wir direkt über zum nächsten. Da steht tatsächlich drauf, finde ich ganz süß, ganz nice, was ihr da gemacht habt. Es ist der I Love Rocco-Ring. Was ist der Clou an diesem Ring, Jonathan? Der Clou an diesem Ring ist, natürlich, hier steht I Love Rocco und es ist ein kleiner, bezaubernder, zarter, kleiner Siegelring, der sicherlich jede grazile Frauenhand perfektioniert, komplettiert. Aber es geht eigentlich nicht um den Ring, sondern es geht um die Leere innerhalb dieses Rings. Das Loch, das Innere, das Leere. Es ist ein absolutes Faszinosum, weil wir haben es geschafft, mit aufwendiger Technik ein Loch zu erzeugen. Ein tragbares Loch. Und man kann dieses Loch tatsächlich, was ich meine, müssen Sie sich mal vorstellen, Sie laufen durch die Gegend, sehen ein Loch, das können Sie ja nicht mitnehmen. Sobald Sie es mitnehmen, ist es kein Loch mehr. Aber hier haben Sie ein Loch und das können Sie sogar... Nein, das ist doch unglaublich. Du kannst das Loch auf den Finger raufstecken und hast in dem Moment, wenn ich richtig verstehe, einen Ring. Ja. Und wenn ich es runternehme, hast du wiederum das Loch. Genau. Das finde ich eine unglaublich witzige Idee. Die Leute werden sowas lieben. Die Leute lieben sowas. Ich habe ganz viele Freunde, die in meinem Freundeskreis persönlich Löcher sammeln, aber sie haben noch nie so einen schönen Rahmen gehabt. Man kann sagen, in diesem Fall ist das hier der Rahmen fürs Loch. Ne? Das ist wie in der Kunst. Da wird ja auch oftmals, um einen wunderschönen Rahmen einfach zu füllen, ein Bild oder irgendwas reingemacht. Genau. Die meisten Bilder werden ja geschaffen dafür, damit die Rahmen voll sind. Und wir kommen hier heute zu unserem letzten kleinen tollen Produkt. Jonathan, ihr habt einen Ring herstellen lassen, weil mein Buch ist ja ein Buch über Freaks. Es ist die sogenannte Freaks-Trilogie und hier haben wir einen Ring, auf dem steht I love Freaks. Und das Interessante ist für mich ein bisschen, dass wir jetzt auch mal über die Materialität eures Schmucks sprechen und über das Material dieses Rings. Es riecht hier so ein bisschen speziell. Bisschen außergewöhnlich. Was ist das, was ich hier rieche? Was ist das Geheimnis von eurem Schmuck? Ja, das Geheimnis ist, dass wenn wir unseren Schmuck, wir gießen unseren Schmuck und im Gussverfahren, das ist ein patentiertes Verfahren, was nur wir einsetzen können, kommt immer in die Gussschütte Butter. Es ist
dieses typische Buttergefühl, was wir alle so lieben und was vor allen Dingen die Frauen unter uns so wahnsinnig lieben, diesen leichten... Leichte Butter, leicht salzig, leicht bisschen säuerlich. Mhm. Und, wie viel, darf ich kurz reinfragen, wie viele Pakete Butter kommen in so einen Ring rein? Für einen Ring brauchen wir tatsächlich 400 Kilo Butter. Ist es wirklich so? Ja. Du musst dir vorstellen, das ist ja das Gussverfahren, du hast einen glühenden Topf, wo 1800 Grad heißes, flüssiges Gold enthalten ist. Ja. Und das möchtest du jetzt in eine Form gießen, auf der dieser Ring kommt. Und du musst praktisch ständig Butter reinwerfen. Okay. Und die verdampft sofort, weil das so heiß ist. Okay. Und du musst so viel Butter reinwerfen, dass irgendwann der Moment ist, dass so viel Butter drin ist, dass du auf einen, wie ein einarmiger Bandit, ziehst du runter und dann wird diese kochende Butter-Goldmasse mittlerweile 10.000, 20.000 Kilo auf einmal abgelassen in diese kleine Form mit extremem Druck. Und verschwindet auch komplett drin, also das ganze Gold und die... Das geht sofort, ist das Ding gefüllt und der Rest verpufft weg. Also ein Herstellungsverfahren, wie man sich nicht vorstellen kann. Auch nicht vorstellen möchte, da möchte keiner dabei sein. Aber am Ende muss dieses zarte, leichte Teil herauskommen, weil niemand interessiert sich dafür, wie und wo das hergestellt ist. So eine Geschichte bringt jeden natürlich zum Gehen. Da pennt jeder ein, wenn er sich so was Langweiliges anhören muss. Deswegen ist am Ende wichtig, der Ring ist da. Diese ganzen Ringe sind da, dieser ganze Schmuck ist da und er ist für euch da zum Bestellen. Wir haben hier unten in der Bauchbinde mal eben eine Adresse gezeigt. Da könnt ihr jetzt mal raufgucken. www.scheiße.de. Könnt bestellen. All das ist für euch jederzeit habbar. Wir haben, unsere Verkäufer sind 24 Stunden, also eigentlich 25 Stunden am Tag, für euch da und schicken jederzeit Scheiße raus. Also Scheiße ist immer bestellbar. Ihr könnt Scheiße, so viel ihr wollt, könnt ihr Scheiße shoppen. Genau. Und das wollten wir euch an dieser Stelle nochmal sagen und verabschieden uns an dieser Stelle mit einem ganz herzlichen Ciao und macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, a touch of shit.